Hallo und herzlich willkommen, Freunde der düsteren Unterhaltung, zu einem weiteren Let's Horror. Heute spielen wir, wie gestern angekündigt, The Briefcase. Und da ich so gut wie nichts über dieses Spiel weiß, außer dass es anscheinend 2012 von Brandon Mattis kreiert wurde, sagt zumindest das Copyright hier unten in der Ecke, denke ich, wir klicken einfach mal auf Play und harren der Dinge, die da auf uns warten. Sprinten, ducken, bewegen, benutzen. Okay. Ob ich auch mit der Maustaste benutzen kann, muss ich probieren. Finde den Aktenkoffer und raus da. Okay. Ich muss wirklich mit Enter. Das ist ein bisschen blöd gelöst, weil meine linke Hand ist links an der an der Tastatur, an der Steuerung. Meine rechte Hand hat die Maus und ich muss eins von den beiden immer loslassen, wenn ich jetzt hier was benutzen will. Wir können auch springen. Stand das da eben auch dabei? Hallo? Ich weiß wirklich gar nichts über dieses Spiel. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Wonach wir Ausschau halten müssen oder was uns hier verfolgt. Aber ich höre Geräusche in der Ferne. Ich spring hier mal rüber. Okay, bin draußen. Juhu. Aber ich habe kein Hier liegt Blut auf dem Boden. Hier ist ein Schlüssel. Okay, da kann. Okay. Ich hoffe, das ist geskriptet. Und ich werde jetzt hier nicht schon gejagt. Da ist auf jeden Fall eben jemand von rechts nach links lang gerannt. Oh. Sprinte mal hier so nebenbei ein bisschen. Wenn ich wenigstens wüsste, was mich erwartet. Ach, diese Geräuschkulisse wieder. So, wofür ist jetzt dieser Schlüssel? Oh, das ist jetzt das dritte Horrorspiel, was ich hier am Stück aufnehme, Leute. Meine Nerven liegen gerade so ein bisschen blank. Danach ist auch erstmal Schluss. Denke ich. Ach ja. Okay, da kommen wir nicht rein. Schön. So, wo geht's hier denn weiter? Ich habe mich übrigens immer noch nicht entschieden, was ich dann morgen. Ich dachte, da stand wer. Was ich dann morgen zocken werde. Ich meine, natürlich nicht. Wie gesagt, ich nehme diese kleinen Folgen hier jetzt gerade alle am Stück auf. Hab da zwischendurch nicht wirklich Zeit zum Nachdenken gehabt. Ich springe hier mal runter. Da kommen wir her. Gibt es hier noch einen Weg? Nee, dann gucken wir mal weiter. Da bin ich durch, glaube ich. Ich guck mal hier. Packer Enterprises. Okay. Ach, die Schlüsselkarte. Ah ja. Okay, jetzt kommen wir da weiter. Ich bin sehr nervös. Erwarte die ganze Zeit, dass mich hier was anspringen wird gleich.
Obwohl ich mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen könnte, dass hier jetzt erstmal Atmosphäre aufgebaut wird mit was ist denn hier los und so einer Erwartungshaltung, gleich passiert was, gleich. Und die tatsächliche Action beginnt dann erst, wenn wir diesen Aktenkoffer haben. Aber verlassen tue ich mich da nicht drauf. An dieser Stelle erwähne ich nochmal, je nachdem, wie lange dieses Spiel jetzt hier geht, kann es durchaus sein, dass ich das Ganze in zwei Videos aufteile. Will ich nicht rein. Obwohl es da vermutlich weitergeht. Deswegen sehe ich mich hier auch nochmal um. Ach du Scheiße. Der Aktenkoffer. Der Aktenkoffer. Jetzt habe ich Angst. Wow. Okay. Okay. Okay, ich Scheiße. Wow. Leute, ich bin hier gerade ein bisschen. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Was denn? Ich bin draußen. Oh, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich laufe jetzt ein bisschen. Auch wenn das vielleicht eine scheiß Idee ist, oh Gott. Das Schlimmste ist, dass man nicht weiß, was hier los ist. Was einfach. Oh Gott. Aha, was war das denn jetzt wieder? Ich bin draußen. Ich bin draußen. Ich bin doch draußen, oder? Was, das hat man schon?